Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich will ein bisschen einkaufen heute, das wäre ganz cool. Ein bisschen Kram verkaufen und ja, mal schauen, was wir hier noch so Schönes machen können. Da oben wird schon wieder irgendwas angezeigt, wahrscheinlich die ganze Zeit schon. Ist wahrscheinlich Brunnen mit Sicherheit. Ja, was mir ja egal ist. Scheune hat kein Material. Was macht ihr denn? Dünger. Dünger. Ja, das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Stimmt. Wir haben ja hier... Oh, die muss ich noch auffüllen, ne? 600 Beere drinne. Hier sind 23 Beere. Ich habe, glaube ich, nichts mehr, was ich hier rein schmeißen kann. Ich glaube, noch ein paar Beeren muss ich, glaube ich, noch sammeln, ne? Dass wir Verdorbenes haben, dass wir dann daraus wieder Dünger machen können. Ja. Und ich möchte wissen, was ich in meinem Inventar habe, was ich verkaufen kann. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nichts. Ist auch cool, ich wiege 1870. Naja, gut. Das ist mir egal. Das juckt mich gerade gar nicht. Ich brauche alles Mögliche. Cool. Ich brauche alles Mögliche. Achso, ich kann ja mal gucken, was hier ist. Was wir hier so haben an... wir haben 22 Bronze-Axt. Nun, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann das, glaube ich, alles gar nicht verkaufen, ne? Bronzehacke, 14 Holzhammer, Holzschaufel, ein bisschen übertrieben, Fischspeer, haben wir noch genug, Bronzehacke, Bronzespitzhacke, ja, Kupferhammer, Hammer 10, da kann ich auch mal ein paar mitnehmen, nun. Wir haben keine Kupferaxt mehr. Doch, hier, 6 Stück. So, komme ich auch mal 3 mit. So, und dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Was brauchen wir eigentlich? Ich möchte einkaufen. Ich weiß aber nicht was. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Das ist das, was ich shoppen wollte. Ich wollte Geld shoppen, siehst du? So nämlich. Wir brauchen Geld. Warum gehst du nicht oben den Weg? Warum gehst du hier lang? Ja, manchmal verstehe ich die Wegführung nicht. Oder Wegfindung. Naja. Hier ist alles noch, wie es ist, ne? Ah. Also so richtig, ich muss sagen, so richtig sommerig finde ich das jetzt aber hier gerade nicht, ne? Das geht jetzt schon eher in die Richtung... ungemütlich, wettertechnisch. Leicht neblig, diesig, windig. Alle Ichs, die mir nicht gefallen. Wettertechnisch. So, haben wir hier noch irgendwo ein Bärchen? Wahrscheinlich habe ich schon alles weggepflückt auf dem Weg, ne? Wahrscheinlich ist das so. Ich könnte mal wieder Steine sammeln. Nein, Breitwegerich. Ich habe das Gefühl, dass ich kein Breitwegerich mehr habe. Aber weißt du, was ich mache? Scheiß auf Breitwegerich. Ich mache einfach hier diese Kräutergeschichte. Und dann mache ich mir Heiltränke. Dann lasse ich die sammeln und dann mache ich hier Heiltränke-Business auf. Das wird's werden. Da arbeitet noch niemand, ne? Fällt mir gerade so spontan ein. Näherei, Schneiderei, Tierhaltung, Produktion, Lager. Wo ist denn das, der Kräuterschuppen? Ja, wahrscheinlich nicht bei Tierhaltung, ne? Jagd doch aber auch nicht. Hä? Grabungsschuppen, Brunnen, Holzschuppen? Ich dächte, ich hatte einen Kräuter. Hatte ich nicht? Hä? Mach doch mal auf.
Nahrungsmittel. Materiallager 3, Nahrungsmittellager 1. Bin ich dumm? Fischerhütte, Jagdhütte, Kräuterhütte, hier. Cool. Aber hier arbeitet doch auch keiner, ne? Nee, hier arbeitet niemand. Aber wir könnten hier Dinge tatsächlich machen, ne? Und Tränke und sowas. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Wie viel passen hier rein? 2. Ich gucke mal, dass ich 2 Kräuterkundige finde. Das wäre doch ganz toll. Was brauchen die denn? Hallo, gibt es hier Menschen mit Fähigkeiten? Gute Fähigkeiten, mittlere, ich nehme schlecht, ist mir auch egal. So wie es aussieht, gibt es hier eh nur 2 Leute. Es ist doch auch. Was ist denn das da? There was this guy in the tavern who called himself Sparrow. Sorry. Och, Captain Sparrow. So. Was? Pretty sure he stole my money. In der Schenke war heute so ein Kerl, der sagte, ich heiße Sparrow. Captain Sparrow. Okay. Tybalt, du hast mich damit überzeugt. Du hast zwar null Fähigkeiten, es ist mir aber egal. Was soll ich sagen? Es ist mir egal. Und weißt du was? Das nehme ich auch mit. Oh, it's here again. Ja, ich bin schon wieder. Komm mal mit. Ich brauche einfach Mitarbeiter. Es ist mir mittlerweile... Fähigkeiten sind egal. Weißt du, ganz ehrlich, wir haben einen Fachkräftemangel. Das ist mir durchaus bewusst. Und so muss ich jetzt agieren. Hilft ja nichts. Es hilft doch nichts. Ich nehme die Leute, die da sind und gut ist. Hier, Kunegunda. Kunegunda kriegt erstmal eine Hütte, einfaches Haus, gucke mal, sehr schön, bitteschön Kunegunda. Du bist jetzt, gehst jetzt in Richtung Kräuterdingens, wo waren das hier? Gucke mal, das ist Sammeln, Jagen, Fischen, Fischen ist auch Kräuterkunde. Ist egal, ihr macht das jetzt. Fertig. Und dann haben wir noch Tybalt. Und Tybalt wohnt jetzt... Die wohnen zusammen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Die wohnen einfach zusammen und dann passt das schon. Kräuterhütte 2, da könnt ihr euch 24 Stunden lang rund um die Uhr einfach gegenseitig auf den Sack gehen. Während der Arbeit, nach der Arbeit, vor der Arbeit und zwischendrin. Ein Traum. Nee, das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Doch, du bist das. Du stinkst. Ich übrigens auch. Ach so. Warte mal. Ey. Kann doch jetzt auch nicht sagen. Ich wollte gar nicht trinken. Ich wollte mich waschen, ne? Ist für mich aber dasselbe. Also waschen und trinken ist für mich dasselbe. Wasser ist Wasser. Ob es nun auf oder im Körper ist, es reinigt so oder so. Gut. Warum habe ich eigentlich schon wieder so Hunger? Was ist denn da los? Ich habe immer Hunger. Essen, essen, essen. Ein Topf, so. So. Die Straße geleitet fort und fort. Weg von der Tür und... Ja, nun. Er ist ein Poet. Ein Poet. Er ist ein Poet. Sag ich dir mal, ja, ich bin schon wieder. Ich zeig dir mal meine Waren. Was hältst du denn davon? Ne? So, und zwar 463 kriegen wir dafür. Achso, das ist ja meine. 504 kriegen wir dafür. Boah, würde ich sagen, gönn dir mal 2. Und dann, was haben wir? Haben wir noch irgendwas Einfaches? So ein Kupferhammer zum Beispiel. 104. Naja, komm. So, der Geiz. Was hast du was? Du hast nicht wirklich interessanten Stoff. Want to see my wares? Have Nein. A good day. Hab schon, danke. Living in a smaller village must be so dull. Wer ist denn hier, du? How have you been? Warte, ich zeig dir mal meine Waren. Nur 1300. Okay. 2 Äxte. Jetzt hat er noch 324. Da kann ich dir doch bestimmt noch den einen oder anderen Kupferhanger ins Auge drücken. So, 116. Ja. I've got everything you need. Ach so, stimmt. Was hast du eigentlich? Klamotten. Kann ich mir irgendwas... Ja, was Schönes?
große Gürteltasche brauche ich nicht. Hut mit hoher Krempe. Ich hätte gern so ein Special irgendwie, was Schönes halt, ne? So auch edle Klamotten, Schlauchmütze, nee. Ich möchte mich ja von dem Pöbel möchte ich mich unterscheiden, auch so ein bisschen abgrenzen halt, ne? Kriege ich das mit Hut mit hoher Krempe, kriege ich damit aber nicht hin, ne? Wahrscheinlich. Filzhut. Es sind so einfache Klamotten halt, ne? Nee. I've got good luck. Tja. Ich hätte gern. Was habe ich denn eigentlich klamottentechnisch? Hose mit Manschetten habe ich mir mal geknüppelt, ne? Haben wir hosentechnisch vielleicht noch was Schönes? How are you? So mit Farbe oder so? Hose? Das ist gar keine Hose, ne? Hier, Hose mit Manschetten. Aber das, die habe ich ja schon. Hose. Das ist alles so kackbraun. Kniehose für 800. Was ist das? Ein Kleidungsstück wird am Schneidertisch der Nähe hergestellt, kann getragen werden und hilft dabei Temperaturen. Ja, super. Das ist kurzärmliche Tunika. Ich hätte gern was Schönes. Leinenhemd. Habe ich ja alles schon. Mütze. Hier, schöne Mütze oder so. Das wäre doch mal was. Pelzumhang. Habe ich auch schon. Wollstrumpfhose. Ist das nicht eher was für drunter? Weiß ich nicht. Im Winter vielleicht, aber jetzt... Du hast aber nichts Schönes. Nichts Schönes hast du. Guck mal, sie hat so eine schöne senffarbige Hose an, weißt du? Und ich muss hier in so einem Schmutzfarben muss ich rumlaufen. Soweit ist es nämlich. Hier. Hey, old friend. Was hast du Schönes? Achso, da ist hier der Geschenkeboy, ne? Der total überteuerten Kram verkauft. Gut. Zwei Äxte. Was haben wir noch? 300. Komm, dann kriegst du hier noch eine Kupferaxt. Würde ich gerne behalten, wenn ich ehrlich bin. Habe ich noch irgendeinen Quatsch? Ne, Kupferhammer habe ich alle schon verkauft. Best goods in the realm. Thank you. Ja, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. So, wie sieht's bei dir aus, Unislava? Unislava hat auch noch einen Taui, ey, ne? Das ist alles gar nicht mal so viel. Want to see my... Have a nice day. Nee, danke. Ich habe alles, was du auch hast. Du... Was machst du hier? Du arbeitest hier gar nicht. Du arbeitest hier. Potze mir Essen. Ja, brauche ich auch nichts. Nichts, was mich jetzt gerade irgendwie... Oh, so Plantagendinger könnte ich eigentlich mal machen. Das könnte ich tun, tatsächlich. Ich glaube, das mache ich auch. Hier kriegst du noch zwei Äxte. Dann kriegst du noch eine Axt. Und noch eine Axt. Und noch eine Axt. Can I interest you in some of my... Ja, nee, ich hab schon, danke. Oh, it's you again. Genau, ich bin schon wieder. Ich würde mir ganz gern so den ein oder anderen Setzling hier, glaube ich. Oder? Apfelbaumsetzling? Gönn ich mir mal, komm. Aber fünf. Ich mach fünf immer, ne? So, Birnbaumsetzling, mach ich auch 5. 5 reicht für den Anfang aus, glaube ich. Der hat eh kaum Kohle, sehe ich gerade. Ich glaube, weil ich hier auch relativ viel mache. Was kann ich eigentlich mit dem Holzrad machen? Deko, okay. Hopfen. Oh, das wäre aber auch nicht verkehrt. Hopfen wäre auch nicht verkehrt. Hopfensetzling. Ach stimmt, das macht viel mehr Sinn, ne? Nun, ja, komm, egal. Kirschbaumsetzling. Gib mir. Guck mal, der hat ganz viele Kupferäxte. Ich weiß nicht, wo hier... Ach doch, stimmt, der hat ja auch Werkzeuge. Ja, der hat ja auch alles andere. Pelz. Pflaumenbaum. Gönn ich mir. Rote Beete, Schöpfkelle, Tongedöns, Tonvase, Ton dies, das kann ich ja selber machen. Das war's, ne? Ich guck hier noch. Ne, wo ist denn.
Das hier? Ja, das hier, aber das habe ich alles. Okay, dann kauf mal bitte meine Äxte. Es sind wunderbare Äxte. Ich biete Äxte-Pfeil. Eine habe ich jetzt, eine Kupferaxt habe ich jetzt noch. Ist das auch nicht so dramatisch? Ja, du. My wares? No. See you soon. Will ich noch irgendwie was für meine Dynastie-Geschichten machen? Ich gucke mal. Gibt ja auch Geld, ne? Darf man nicht vergessen. 242 Weizenkorn, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, gerade aktuell nicht so richtig. Ach so, nee, wird das Belohnung. Abliefern. Bronzeschaufel und Säckchen. Oh, weißt du was? Das könnte ich eigentlich. Mach ich. Bierflation. Abliefern. Roggenkorn. Ja, weiß ich nicht. Leingewebe. Oh, nee. Salz. Das mache ich auf jeden Fall. Barsch. Nö, das mache ich nicht. So, dann machen wir. Ich gehe erstmal zurück. Und dann hole ich mir den ganzen Stuff und dann bringe ich das dahin, wo es hin muss. So der Plan. Behaupte ich. Oh, so nebelig. Ist irgendwie. Im Sommer? Weiß ich nicht. Ich glaube, der Frühling sieht fast besser aus als der Sommer, ne? Optisch, meine ich. Wie viel Grad haben wir? Steht hier irgendwo? 20 Grad. Wir sind gerade mal bei Tag 6. Wir haben 10 Tage, glaube ich, eingestellt. Ne? Jahr 2. Und Rysard 1, der Blutige. Rysard, der Erste, der Blutige. Der ist hier König. Nun. Ob wir den hier irgendwo finden? Ich weiß. Wir waren ja schon überall gewesen, ne? Glaube ich. Ein bisschen die Dörfer nochmal abklappern. Und trinken, Tee trinken, ist wichtig. So. Achso, was ich vergessen habe, ich habe das gar nicht eingestellt hier, was die machen sollen, ne? In der Kräuterhütte. Natürlich nicht. Weil ich sehr schlau bin. Kräuterkorn überleben 3, alle 2 zusammen. Ich würde einfach mal sagen, wie viel kriegen wir denn hier zusammen? Ui. Das ist nicht so viel, ne? Ja, pro Tag. Pro Tag. Dann haben wir. Ja, 600 ist gerade mal 1, ne? Uff. Was könnte man denn noch? Manchmal Pilze. Falsche Jahreszeit, ist aber egal. Oh, stimmt. Nee, das macht keinen Sinn. Das mache ich dann erst. Ich. Warte, das brauchen wir auch alles nicht. Ach, die können auch diese Pfeile und diese Vergiftungen herstellen. Okay. Pass auf. Dann würde ich sagen, das andere Zeug brauchen die gar nicht sammeln. Die machen einfach Bären. Dann kann ich die vergammeln lassen. Und mach aus diesen Bären. Machst du eh nichts anderes draus. Zum Essen, ganz ehrlich. Kannst du dir schenken. Funktioniert vielleicht. Und dann haben wir ja noch Kohl. Da kann man dann, glaube ich, irgendwie eine Kohlsuppe, Auflauf, Eintopf, irgendwas machen. Ne? Kohltee. Nochmal Kohldiät. Mit Kohltee, Kohlsuppe, Kohlauflauf, Kohl. Mit Kohl und Kohl. Gebratener Kohl, gedämpfter Kohl, gekochter Kohl, gebackener Kohl, roher Kohl, gegrillter Kohl. Das ist. Kann man dann alles draus machen. Gefüllter Kohl mit Kohl. Man kann aber Kohl mit Fleisch füllen. Geht auch alles, ne? Blanchierter Kohl kann man auch machen. Super, ja. Also kann man die Möglichkeiten, du, die sind unendlich. Ne? Was brauchen die denn jetzt schon wieder? Geh mir auf den Sack langsam. Die können auch nicht eigenständig mal, ne? So, Brunnen. Scheune 2. Schmiede. Ja, Schmiede ist klar. Scheune, ja, die haben halt irgendwie Düngerprobleme. Aber ansonsten. Brunnen ist mir Lachs.
Hä, passt doch alles, ist doch alles fein. Warum denn 7 gleich? Übertreiben es wieder. Gut. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte einmal ins Tagebuch gucken und... keine Panik. Seh dich am See um. Oh, das müsste ich auch noch machen in dieser Jahreszeit, ne? Oder ist das eine... Nee, das ist eine Story-Quest. Okay, cool. Das heißt, ich brauche 8 Säckchen und eine Bronzeschaufel. 8 Säckchen. Die habe ich gar nicht in Produktion, ne? Fällt mir gerade ein. Aber ich habe erst welche irgendwo hingegeben. Säckchen, Bronzeschaufel. Ich nehme mal hier... Nehme mal ein bisschen was mit. Eine Bronzeschaufel, stimmt. Ich habe hier natürlich noch gar nicht. Hau mal, geh mal weg. How can I help you? Nein, ich will nicht mit dir reden. Take care. Ich möchte arbeiten. Bronze, es war da eine Bronzeschaufel, oder? Oh Mann, ey. Bronzeschaufel. Oh. Bronzewerkzeuge, die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Das ist auch Eisen. Bronzewerkzeuge. Bronzeschaufel 200. Na komm, machen wir. May the forge be with you. Ich brauche Bronzebarren. Wer hätte es gedacht? Was hier alles drin ist. So, dann machen wir Bronzeschaufel. Ich mach gleich mal 2. Habe ich eine für mich dann auch noch. So. Ja. Warte mal, ich gebe dir das Bronze mal wieder. Ich glaube, die haben hier sonst Schwierigkeiten. Habe ich gerade festgestellt. So. Habt ihr hier noch Zinn oder so drin? Nee, haben wir auch nicht. Ne? Hier noch Eisenbarren, die ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Warum auch nicht? Okay, das habe ich. Lass mich hier mal ran. Warte mal, ich brauche erst noch Zinn. Ich wollte nämlich noch Bronzebarren machen, wenn ich Zinn erst habe. So, gucken wir mal. Pam, 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 pam. Zinnerz. Ich mach mal den hier. Dann nehme ich nochmal Kupfererz komplett mit. Jetzt holen sie gleich wieder rum. Wir können keine Kupferbarren machen, ist mir aber egal. So. Geh mal weg. Hau mal ab. Geh weg. Lederg. Lederg. Lederberg. Wie auch immer. So, Kupferbarren machen wir einmal. So. Ach ja. Und dann machen wir einmal Zinn. I'm so glad I settled down here. Ja, das glaube ich sogar. Ich meine, du hast was zu arbeiten, du hast eine schöne Hütte, du hast eine schöne Ortschaft, direkt alles am See dran, man hat alles, was man braucht. Ja, das ist klar, da freut man sich natürlich dann auch. Ne? Das ist logisch. Angenehm. Sehr angenehm ist es hier. Ja. Gut. So, dann packe ich hier mal. Das müsste ja auch funktionieren, wenn ich den Booms hier reinpacke, ne? Hier, Bronzebarren 89, schenke ich dir. Oh. Die Kiste hat nicht so viel Stauraum. Okay. Verstehe. Wo sind die Kupferbarren? Ah, ich habe alle aufgebraucht, ne? Okay, cool, 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 cool. Ich habe das ganze Kupfer aufgebraucht. Dann würde ich den Bums hier reinpacken. Bronzebarren einmal. Ist auch wieder... Oh, das ist fast voll. Uff, ich glaube, wir brauchen ein zweites Lager. Ich hoffe, das verdoppelt sich dann, wenn wir ein zweites Lager haben. Das würde ich gleich gerne mal rausfinden. Wir brauchen... Was hatte ich gesagt? Was wollte ich machen? Hier, die Barren wollte ich rüberpacken.
Kupferbahn habe ich nicht mehr. Zinnbarren, 146. Okay, cool. Naja, gut, dann halt nicht. Ich brauche ein zweites Materiallager. Hilft ja alles nichts. Die Frage ist, packe ich das hier hin oder packe ich das auf die andere Seite mal? Einfach, damit wir da auch was haben. Dann würde ich das hier irgendwo hinbauen. Dann würde ich mit dem Wegen hier mal weitergehen irgendwie. Ja. Oder? Ja, komm. Ich gehe hier. Gehe mit dem Weg einfach weiter. Oh. Kann er mitten reinballern, ne? Ja. Einfach geradeaus weitergehen. Ja. Ja. So. Dann haben wir hier, haben wir ja dieses Ton-Dingens. Ne? Eigentlich auch irgendwie ganz cool. Und dann, wie gesagt, der Weg muss größer. Machen wir hier. Ja. 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 Weiß gar nicht, wo es lang geht. Ja. So. Machen wir erstmal bis hierhin, ne? Würde ich sagen. Dann würde ich... Der Baum, der kann weg. Der kann weichen. Wo ist denn... Schaufel. Ich habe meine... Ich habe irgendwo eine Bronzeschaufel, hatte ich mir doch gemacht, ne? Die 4. So. Und... Tschupp. Sehr schön. So, so, so. Und dann, ich würde einfach, weißt du, was ich mache? Ich baller hier auf die Kreuzung das Dings drauf einfach. Das Lager. Das zweite. Warum nicht? Was soll passieren? Weißt du? So, ich glaube, da hinten die auch noch. Weil die können jetzt ja nichts mehr einlagern. Das ist ja Quatsch. Also nicht nur ich kann nichts einlagern, sondern die NPCs auch nicht. Das ist ja nicht so schön. Ja, so. So. Und ich hatte mir gedacht, dass ich ganz gerne einen Markt machen würde. Ich muss mal gucken, wir können ja einen Dings kaufen. Einen Marktstand können wir kaufen, genau. Und da würde mich mal interessieren, ob wir vielleicht mehrere Marktstände mit unterschiedlichen Dingen hinstellen können. Ne? Also der eine verkauft, keine Ahnung, Lebensmittel, der andere irgendwie so Eisenwaren und so, weißt du? Das würde ich irgendwie doch ganz cool finden. Und da könnten wir uns nämlich wie im Piestovia ganz einfach so einen eigenen Markt aufbauen hier. Das wäre irgendwie ganz cool. Das würde ich doch sehr hart feiern. Ne, und dann verkaufen wir einmal Fleisch, einmal irgendwie Essen, irgendwie, ne? Fleisch und Essen, hm? Genau, richtig. Fleisch und Essen. Lager. Wir brauchen das Materiallager 3. Wenn geht. Das passt perfekt. So. Ja. Huch. Komm ich nicht ran? So. Ich hoffe, das geht. Aber warum nicht? Wenn man mehr Lager bauen kann, dann müsste das auch funktionieren, ne? Guck mal, wenn ich jetzt sage, hier 8000, jawohl. Jetzt steht ihnen ja nichts mehr im Wege hier. Apropos.
Warte. Wieder einen breiten Weg hinmachen. Großes Lager, breiter Weg, weißt du? Ja. So. Wunderschön. Dann würde ich als nächstes... Wollte ich mal kurz gucken, wegen den Marktständen. Bauhütte, Marktstand. Ein Dienstleistungsgebäude, Arbeiter, die hier beschäftigt sind, verkaufen ausgewählte Gegenstände und liefern Münzen. Es kann immer nur eine Art von Gegenstand verkauft werden. Aha. Uff. Würde ich... Wo könnten wir das denn... Ich hatte ja irgendwo hier Platz für die Schenke, die kommt. Die hätte ich ja immer noch ganz gerne hier. Und dann würde ich... Pass mal, wenn die Schenke hier so reinkommt... Dann würde ich hier, glaube ich, noch einen Weg bauen, ne? Hier. Ich glaube, ja. Hier noch einen Weg lang. Da ist dann die Schenke. Und hier ist der Markt. So ein Weg bis hier hin. Ja, das... Ja, weiß ich nicht. Oder... Oder hier halt, ne? Aber der Markt ist dann ja nicht mittendrin, eigentlich. Ist jetzt die Frage. Oder wir machen den Markt hier hin. Ich meine, warum nicht? Schöne Innenstadtlage hier dann. Oder? Hier könnte man den Markt hinmachen. Bin ich eigentlich dafür? Ich guck mal kurz, ob das, wie das und warum. Dienstleistung, Marktstand. Wenn ich jetzt sage, ich, keine Ahnung, mach hier mal, hier geht der erste Marktstand los. Ja. 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 Was? Leingewebe? Ups. Ja, zum Glück habe ich hier ein Lager hingebaut. Habe ich bestimmt nicht mehr, ne? Leingewebe. Leinsamen. Das hilft mir nicht. Salz wollte ich auch mitnehmen. Wie viel waren das? 40? Ich habe Wolle. Ich habe keinen Flachs mehr. 300 Weizen. Wird das schlecht? Ne, Materiallager. Hier wird ja nicht schlecht, ne? Es sei denn, es wird benutzt. Karotten. Nee, ich hab nichts. Das ist ja blöd. Ich geh mal im Bett. Ich geh im Bett. Und dann. Werden wir morgen mal ein bisschen. Flachshalm und. Kuh kaufen. Ich glaube, Leingewebe kaufe ich nicht, ist mir zu teuer. Aber wenn ich mir Flachs kaufe, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich daraus dann wieder gar auf ganz entspannt Leingarn machen kann und dann Leingewebe daraus einfach und fertig. Schön das ist. Schon geil. Das ist schon geil geworden. Das ist geil. Ich muss aufpassen, dass ich nicht bis zur nächsten Jahreszeit schlafe. Das will ich ja gar nicht. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Leingewebe. Ich glaube, hier lang ist kürzer. Mittlerweile. Sollte man gar nicht denken. So, dann kommen hier auch noch überall Häuser hin. Und da habe ich echt von da oben einen coolen Blick hier runter, glaube ich. Das ist doch ganz angenehm. Und es gibt keine Probleme aktuell. Was auch schön ist. Ich will aber mal ganz kurz noch eine kleine Hütte bauen, weil ich nicht neue Arbeiter brauche. Für, ich glaube, die Mine, da haben wir noch ein bisschen Platz. Und eventuell eine zweite Schmiede, die sich nur um Barren kümmert, weißt du?
Da hätte ich irgendwie ein bisschen Lust drauf. Ja, so. Und so. Gut. Müsste passen, ne? Ich glaube ja. Was ist denn das für ein Weg hier? Was haben wir denn? Oh, ich habe eine Idee. Hier ist ja ein Fluss. Der läuft hier runter. Ich habe eine Idee. Flusslauf. 1. Das ist doch geil, oder? Flusslauf? Dann ist das hier Flusslauf. Oh ja, aus Skyrim, weißt du? Flusslauf war... Oh, das war, glaube ich, sogar die... Das erste? War das das erste? Ich glaube, das erste oder zweite Dorf. Wo man rein... konnte. Weißlauf? Weißlauf war, relativ groß. War auch so mein Lieblingsortschaft. Tatsächlich. Ich habe immer sehr viel verkauft, eingekauft... Da konnte man auch wohnen. Da gab es das Briesenheim. Briesenheim, genau. Oh, das war cool. Hätte ich auch schon wieder irgendwie Bock drauf. Mit allen möglichen... So mit allen möglichen Mods, weißt du? Passt. Die Post! Ich mach... Mein Mittelfinger meiner rechten Hand, der ist zuckig, könnte man sagen. Der ist sehr... Der braucht Bewegung. Das hat gepasst, das ist ganz genau. Hä? Geht das auch gerade? So ein bisschen zumindest. Ja, wobei muss ja gar nicht. Kann ja so, ist doch okay. Ist ja zum... Hier ist ja eine kleine Kurve drin. Das passt schon. Ich hätte allerdings... Das interessiert mich, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier ein Fenster hin haben und ich möchte hier die Tür. Wie sieht das dann aus? So... Ja, komm, geht. Passt. Ich würde hier, wenn ich ehrlich bin, ich mache hier ein Fenster hin. Glaube ich, ganz cool. Die ist ganz cool, da bin ich mir sicher. Fenster. Ich würde hier auch ein Fenster hin machen. Warum nicht? Nein. Ja. Hier auf gar keinen Fall. Hölzerner Dachboden. Nee, das ist nicht das. Das hier wollte ich. Die ist doch an sich nicht der Dachboden. So nämlich. Wie geht das los? Na. So. So einfach ist ein Haus gebaut. Guck mal, das ist doch... Oh, hier noch einen kleinen Garten hinten dran. Direkt am See. Hier direkt der Bach. Interessanterweise, hier drin ist es auch sehr ruhig. Hört man nicht? Finde ich super. Mag ich sehr gerne, wirklich. Wenn hier jetzt noch so eine kleine Brücke irgendwie, weißt du? Das wäre irgendwie ganz cool. Aber naja. Kann ich alles haben im Leben. Ich glaube, die beiden Bäume hier würde ich lassen. Was wollte ich hier denn? Verdammt.
Nach Hause wollte ich nicht. Achso, ich wollte nur eine Hütte bauen, weil wir brauchen mehr Leute. Und hier wollte ich hingehen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich gehe hier jetzt einfach lang. Oh, wir sind übrigens bei 40 Minuten. Ach komm, dann ist auch egal. Dann würde ich sagen, ja, auch 40 Minuten Folgen kann man machen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.